wie der Studiengangsleiter Burkhard Stadelmann bereits eingangs erwähnt hat, Automatisierungstechnik ist ein multidisziplinäres technisches Studium. Man sieht ja auch, wenn man einen Blick auf die Studieninhalte wirft, viel an unterschiedlichsten Themenfeldern. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Robotik so etwas, ein Fachgebiet, das natürlich sehr interdisziplinär, sehr multidisziplinär ist. Es braucht verschiedenste Kompetenzen. Wie gesagt, Messtechnik, Regelungstechnik, sehr viel Softwareentwicklung und so weiter. Und ich möchte Ihnen vielleicht noch ganz kurz ein paar Beispiele hier anführen. Beispiele aus unserer Forschungsgruppe Robotik, Messtechnik. Ja, Laserdistanzsensoren kommen zum Einsatz für diese Rettungsroboter, um eben Annäherungen an Objekte und so weiter zu detektieren. Es ist sehr viel Regelungstechnik notwendig, antriebsseitig. Unterschiedlichste Antriebssysteme haben unterschiedliche Regelungskonzepte. Sensorik muss entsprechend angesteuert werden. Da ist sehr viel Softwareentwicklung notwendig. Es beginnt bei einer banalen Fernsteuerung über das Interfacing, auch Kommunikation aufrechtzuerhalten und so weiter. Das sind alles Aspekte, die moderne Robotik ausmachen. Vielleicht auch ein Beispiel. Unsere Robotikforscher haben ja auch Wettkampfgeist. Das heißt, sie treten auch hin und wieder an bei Wettbewerben, wo es darum geht, eben diese Fähigkeiten der entwickelten Roboter dann auch unter Beweis zu stellen. Und hier haben wir ein Beispiel, der Scorpion, unser schwarzer, fast ein bisschen furchteinflößend aussehender Roboter, bestückt mit viel Messtechnik wieder natürlich, Thermografiesysteme, 3D-Laserscanning, um die Umgebung abzutasten. Sehr viel Steuerungstechnik, Regelungstechnik, um die Motoren korrekt im Hinblick auf Bahnregelungen, auf Kraftregelungen und so weiter dann auch einzustellen. Wieder Software. Es gibt viel Bildverarbeitung, sehr viel Kommunikation natürlich mit dem Bediener, auch in diesen Fällen eben auch sehr oft unter erschwerten Bedingungen muss Sichtverbindung aufrechterhalten werden. Da kann natürlich auch die Bildverarbeitung helfen. Oder wenn wir in die Luft gehen, Robotersysteme, die mittels Drohnen hier auch entsprechende Sensoriken dann an Bord haben, zum Beispiel auch wieder Erfassung der Umgebung mittels 3D-Kameras oder auch die Lage-Folgeregelung. Wieder die Bediensoftware, die sehr intuitiv sein soll, bis hin zur Datenübertragung. Wenn dann aus der Luft entsprechende 3D-Terrain-Scans vollzogen sind, dann muss die dann auch abspeichern, verwalten, zusammenführen. Also sehr viele unterschiedliche Dinge, die man hier beherrschen sollte. Und wenn man sich so einen kleinen Ausblick hier vom World Economic Forum, wenn man sich das anschaut, hier sind dargestellt die Top-Technologien der nächsten 10 Jahre, dann findet man eben vor allem Artificial Intelligence, Automatisierung und Robotik als die Trendthemen. Und die werden uns definitiv nicht nur im Studium, sondern generell gesellschaftlich begleiten. Und wenn man so einen kleinen Rückblick vielleicht macht, das Ergebnis von etwa 150 Jahren Industrialisierung hat eben ergeben, dass knapp 30% aller Arbeiten automatisiert vollbracht werden können. Aber wenn wir nur einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, es ist hier prognostiziert, dass in den nächsten 5 Jahren dieser Anteil bereits auf über 50% ansteigen wird. Also ein Megatrend, der sich auch rasant weiter fortsetzen wird. Und Machine Learning geworden. Sind wir schon beim eigentlichen Kern meiner kleinen Ausführung. Was ist denn so irgendwie das Ziel? Warum will man Robotik und Machine Learning zusammenführen? Und im Prinzip geht es darum, dass er sozusagen in die Lage versetzt wird, zu lernen. Ein Roboter soll lernen und genauso wie das menschliche Gehirn im weitesten Sinne aus Erfahrungen, aus sensorischem Input oder aus zusätzlichen Daten, insbesondere hier mit entsprechender Softwareverarbeitung, in der Lage sein, komplexe Aufgaben auszuführen. Und da hilft natürlich insbesondere
das, was Machine Learning dann auch die letzten Jahre an Methoden zur Verfügung gestellt hat. Ich nehme hier vielleicht nur stellvertretend dieses große Gebiet der neuronalen Netzwerke und die entsprechenden Netzwerksysteme wie Deep Learning und verwandte Lernmodelle wie Reinforcement Learning, die eben dabei helfen, solche Roboter entsprechend lernfähig zu machen. Ja. Also insbesondere die faltenden neuronalen Netzwerke, bei denen wir auch uns in der Vorlesung dann, wenn Sie mal vielleicht bei uns im Masterstudium im Bereich Machine Learning sich fortbilden wollen, die haben in den letzten Jahren eine gewisse Revolution auch in dem Gebiet bewirkt, insbesondere bei der Bild- und Videoerkennung oder auch bei der Sensorikverarbeitung. Und viele Anwendungsmöglichkeiten auch dieser Technologien führen zu so tollen Entwicklungen wie eben dem autonomen Fahren. Das heißt, was ich sagen will, es geht hauptsächlich um Automatisierung natürlich. Es ist sozusagen hier der Wunsch, dass mittels Machine Learning nur noch ein gewünschtes Ergebnis vorgegeben wird, ohne dass man sich oder der Maschine letztendlich dann genau aufgeschlüsselt darstellen muss, wie dieser Lösungsweg erreicht wird. Das ist im Wesentlichen das, was Machine Learning auch im Bereich der Robotik machen will. Das heißt, Lernen durch Demonstration. Der Roboter lernt dann, Objekte zu erkennen, aber auch die Beziehungen zwischen diesen Objekten, die Lagebeziehungen und dergleichen zu erkennen. Er erkennt vielleicht Gemeinsamkeiten aus bereits vorherig demonstrierten Aktionen. Er kann sich sozusagen erinnern und wird besser im Laufe der Erfahrungen, die er sozusagen macht. Und letztendlich bereit auch entsprechend komplexe Aktionssequenzen durchzuführen. Also die Motorik, das, was man auch in der Fachsprache als Kinematik bezeichnet, aus Vorzeigen durch Demonstration dann zu erlernen. Voraussetzung dafür ist natürlich, wie bei allen diesen Machine Learning-Ansätzen, dass sehr viele Trainingsdaten notwendig sind. Und das ist oftmals mühsam und auch teuer. Und wie man diesem Problem vielleicht ein bisschen begegnen kann, möchte ich dann in den nächsten Folien zeigen. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal diese Begrifflichkeiten künstliche Intelligenz und Deep Learning und so weiter anklingen lassen, vielleicht noch ganz kurz zur Orientierung. Wenn man von Artificial Intelligence spricht, dann ist es sozusagen jede Technik, die ein Rechner, ein Computer irgendwie gescheiter macht. Ja? Also das können Sortieralgorithmen sein oder was auch immer. Eine Untergruppe dieser Artificial Intelligence sind Techniken, Algorithmen, die werden als Machine Learning bezeichnet. Also diese Teilmenge, das ist eine spezielle Art von Algorithmen meistens, die halt, sich dadurch auszeichnen, dass sie mit mehr Aufgaben, mit mehr Erfahrung immer besser werden. Ein normaler Sortieralgorithmus, der wird nicht besser, je mehr er sortieren muss. Ja. Aber zum Beispiel neuronale Netzwerke, die haben genau diese Eigenschaft. Je mehr Trainingsdaten, je öfter sie mit Trainingsdaten gefüttert werden, sozusagen, umso besser arbeiten die. Und eine spezielle Unterform dieser Machine Learning-Algorithmen, das ist eben Deep Learning. Das sind genau eine spezielle Form von neuronalen Netzwerken, vielschichtige neuronale Netzwerke, die insbesondere in den letzten Jahren auch in der industriellen Praxis immer mehr zum Einsatz kommen und eben auch Roboter immer intelligenter gemacht haben und in Zukunft wahrscheinlich auch noch um einiges intelligenter machen werden. Ja, also so ein bisschen der Überblick. Konkretes Beispiel dazu vielleicht, der eingangs erwähnte Scorpion-Roboter unserer Robotikforschungsgruppe. Der hat hier einen Sensorkopf und da ist allerhand an Sensorik verbaut. Farbkameras, Infrakameras, 3D-Kameras, Laserdistanzsensoren und so weiter. Und was hier sozusagen auch an Machine Learning Intelligenz zum Einsatz kommt, sind die eingangs erwähnten Deep Learning Methoden. Ganz konkret hier in dem Zusammenhang faltende neuronale Netzwerke, Convolutional Neural Networks. Die sind in der Lage, Eingangsdaten und im Idealfall sind es Bilder oder Sensordaten oder dergleichen, die dann zu verarbeiten. Ich kann jetzt da leider nicht auf die Details eingehen, aber letztendlich spuckt ein solcher Algorithmus aus, was ist im Bild zu erkennen? Ja, eine Person, eine Maschine oder was auch immer. Also eine sehr fundamentale Eigenschaft intelligenter Systeme, die Umgebung richtig wahrzunehmen und die darin enthaltenen Objekte zu kategorisieren. Das ist natürlich eine fantastische Sache. Ein zweiter großer Trend ist
in der Robotik ist sicherlich die Virtualisierung oder die Systemsimulation. Die Möglichkeit, komplexe Robotersysteme, also nicht nur ihrem Äußeren nach in einem Rechner abzubilden, sondern auch mit allen ihren Funktionalitäten und der internen Strukturen eines solchen Systems. Das heißt, solche Robotersysteme auch in der Planung werden zunächst vollständig im Rechner generiert, aber erweitert natürlich um alles, was jetzt hier an Kinematik notwendig ist, an Visualisierung natürlich, aber auch an Mehrkörpersimulation, sodass das Wechselspiel der Antriebssysteme mit der Elektronik und so weiter hier vollkommen virtuell, als digitaler Zwilling, sagt man auch dann, im Rechner verfügbar ist. Was man dann damit machen kann, möchte ich hier anhand eines kleinen Beispiels demonstrieren, diese virtuelle Entwicklung. Beispiel hier ist ein Forschungsprojekt, wo es um den Wunsch des Auftraggebers geht, automatisches Be- und Entladen von LKW zu ermöglichen. Also ein mobiler Roboter soll Paletten natürlich zum einen erkennen und dann korrekt auf einem zur Verfügung stehenden LKW laden oder halt diesen LKW auch entladen. Und bevor man dann auch sozusagen sich an einen konkreten Prototypen wagt, modelliert man in einer modernen Art und Weise dieses System. Und das möchte ich kurz in diesem Video hier demonstrieren. Schaut ein bisschen nach Computerspiel aus, aber was Sie hier sehen, sind im Wesentlichen dieses Szenario, das zu erwarten ist. Also der Roboter, dieses Fahrzeug muss sich beginnend beim Antrieb, bei der Steuerung und so weiter natürlich einmal bewegen können. Und in der Art und Weise kann man auch hier dieses Objekt, diesen Roboter bei der Fahrt beobachten. Gleichzeitig, und das ist sicher eine ganz interessante neue Sache auch, kann man auch Sensorik planen und das zeigen dann die Bilder hier und auch bereits vorab einen Einblick darüber erhalten, was denn diese Sensorik an Daten liefern wird. Hier zum Beispiel eine Kamera, daneben eine Tiefenbildkamera, die sozusagen in Graustufen kodiert, Entfernungen misst und so weiter und so fort. Also auch hier kann man die ganzen Abläufe, aber auch das, was die Sensorik an Input von außen bekommt, bereits im Vorfeld rein virtuell testen und verschiedene Szenarien durchprobieren bis hin zur Frage, wo montiere ich denn am besten diese Sensoren und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist ein ganz spannender Aspekt für das Machine Learning, gleichzeitig kann man auch mit Hilfe dieser virtuellen Darstellung Trainingsdaten, diese so dringend benötigten Trainingsdaten fürs Machine Learning generieren lassen. Bilder, Tiefenkarten und so weiter, also sensorischen Input, um eben dann Systeme wie so ein falterndes neuronales Netzwerk dann entsprechend trainieren zu können. Ja, gegen Ende meines kurzen Vortrags hin möchte ich vielleicht noch ein paar weitere Projektbeispiele, insbesondere aus dem Bereich der Robotik und der Forschung in dem Umfeld, mit Ihnen gemeinsam durchschauen. Ein Beispiel, ich habe schon eingangs erwähnt, unsere Research Group Smart Automation and Robotics ist sehr engagiert im Bereich des Entwickelns, des Bauens von Rettungsrobotern, aber auch im Bereich der Weiterentwicklung der Möglichkeit solcher Systeme, um eben dann letztendlich auch autonomes Fahren zu ermöglichen und autonomes Fahren vielleicht jetzt nicht unbedingt der freihandfahrfähige Tesla auf der Straße, sondern fahren oder Systeme, die zum Beispiel abseits der Straße auch den Rettungsgeräten zum Einsatz kommen sollen. Autonomes Fahren, wie zum Beispiel hier abgebildet, automatisches Mähen. Das sind alles sehr technisch, sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabenstellungen, weil sie vor allem outdoor stattfinden. Also hier hat man immer mit auch sehr stark wechselnden Lichtverhältnissen zu tun. Witterungsverhältnissen. Man muss die Umgebung natürlich immer genau im Auge behalten, wenn so ein System sozusagen anfängt, irgendwie durchzugehen, kann das natürlich schon auch massive Folgeschäden zur Folge haben. Also es muss auch in puncto Sicherheitstechnik hier alles getan werden, um solche Systeme sicher zu gestalten. Ein weiteres Beispiel vielleicht auch hier, momentan gerade in der Testphase ein autonom fahrendes Vehikel, bestückt mit sehr viel an Sensorik, das eben im Bereich der Flughafenlogistik eingesetzt werden soll, um eben Flugzeugladegut zu befördern. Auch hier eben
eine große Kooperation mit vielen Forschungsinstituten, wo wir als FH Wels im Bereich Automatisierungstechnik federführend mitverantworten. Oder auch, wenn wir noch drinnen gehen, mobile Arbeitsassistenten, die einfache Hohlbringdienste im Unternehmen erbringen sollen, aber auch während des Transports bereits erste Vorverarbeitungs- oder Bearbeitungsschritte durchführen können sollen. Also wenn dann das System am Arbeitsplatz des Arbeiters ankommt, sollen vielleicht ganz einfache Montageoperationen, Montagetätigkeiten bereits auf dieser Plattform durchgeführt werden können. Autonomes Fahren, hier in Kombination mit autonomem Agieren oder Interagieren. Das ist hier die zentrale Fragestellung auch im Projekt Plugbot. Was haben wir noch an Beispielen? Ja, Drohnen haben wir zuerst schon kurz erwähnt gehabt. Das Erkennen von Objekten mit Hilfe eingebauter Kameras aus der Luft insbesondere. Auch hier in diesem Beispiel, da geht es um die Inspektion von Industrieanlagen. Das ist ganz wichtig, dass entsprechende, in dem Fall sind es der Druck, Manometer, dass die korrekt abgelesen werden. Und das sind manchmal auch Einrichtungen, die haben diese Manometer in schwindelerregenden Höhen verbaut und so weiter. Oder auch im Katastrophenfall. Hier sollen Drohnen schnelle Inspektions, erste Einschätzung der Situation ermöglichen, falls es zu einem Fehlerfall kommt. Auch hier sehr viel Machine Learning und visuelle Bildverarbeitung. Hier noch ein kurzes Beispiel von einem Absolventen, der hat 2018 seine Masterarbeit auf dem Gebiet geschrieben. Es geht auch hier im weitesten Sinne um Objekterkennung in der Warenhauslogistik auch. Was besonders schön war an dieser Arbeit ist, dass diese Arbeit, diese Masterarbeit an der FH, dann nochmal eingereicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Konferenz. Das war nicht irgendeine Konferenz, sondern das war die ICRA. Das ist die weltgrößte und eigentlich renommierteste Konferenz, wissenschaftliche Konferenz im Bereich Robotik und Automation. Und da hat er eben auch ein Paper platzieren können, was uns sehr gefreut hat. Auch Glückwunsch nochmal an den Herrn Wallasch. Und vielleicht abschließend kurz, im ersten Moment würde man es vielleicht nicht unbedingt vermuten, aber für mich sind auch das Roboter, Roboter auf Gleisen. Diese Systeme werden zum Richten von Gleissystemen eingesetzt. Also Sie sehen schon, da sind starke hydraulische, pneumatische Komponenten im Einsatz. Die ziehen sogar diesen Gleiskörper, diese Gleisstränge nach oben und tauchen mit Stopfpickeln, so heißen diese hydraulischen Einrichtungen, dann in den Schotter ein, um die Lage des Gleises wieder zu korrigieren. Auch hier ist man bemüht, Automatisierung voranzutreiben und auch hier mal eine schöne Kooperation mit auch immer wieder Studenten unserer Fachhochschule, wo es darum geht, diese Roboter auf Gleise, wie ich sage, entsprechend intelligenter zu machen und sie in die Lage zu versetzen, auch die Umgebung zu erkennen, zu interpretieren. Und in dem Fall ist es so, dass hier ein 3D-Scanner installiert wurde, der den Bereich vor diesen Maschinen einscannt und dann mit entsprechenden neuronalen, faltenden neuronalen Netzwerken, das wissen Sie ja schon, das sind jetzt diese Verarbeitungssysteme des Machine Learnings, dann diese Bilder, diese 3D-Scans analysieren und dann automatisch feststellen, zum Beispiel, wo sind Hindernisse, die kritisch sind, wo kann ich denn mit diesen Stopfpickeln in den Schotter eintauchen, wo sind vielleicht Kabel, die man auf keinen Fall beschädigen sollte, verlegt und so weiter und so fort. Ja, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Zeit, die Sie mir hier kurz geschenkt haben. Falls Sie weitere Informationen brauchen, ich stehe natürlich noch gern zur Verfügung auch für das eine oder andere Gespräch hier im Chat. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß auch im Rundgang, im virtuellen Rundgang an der Fachhochschule und sage danke sehr und auf Wiedersehen.